Jo Leute, und damit herzlich willkommen zu meinem nächsten Video. Es kam jetzt gut 3 Wochen, glaube ich, nichts mehr auf meinem Kanal. Lag hauptsächlich daran, dass ich ein bisschen im Urlaub war und ein bisschen auch so privat viel um die Ohren hatte. Vielleicht habt ihr es ein bisschen auf Insta verfolgt und ja, hier und da nun wieder mal was gemacht. Ja, aber nichtsdestotrotz, ich will auch mal mit meinem Projekt ein bisschen vorankommen. Ja, wie ihr seht, heute handelt es sich um die MT-07, wo ich mal ein bisschen Liebe reinstecken muss. Also 40.000 Inspektionen ist fällig. Da machen wir Öl, Ölfilter, Ventilspiel, ein bisschen alles andere eigentlich auch noch, aber das ist erstmal sekundär. Erstmal das Wesentliche, finde ich. Und die einen oder anderen haben sich das auch gewünscht, dass ein bisschen mit dem Ventilspiel kommt und generell die Inspektion selber von der MT. Und deswegen kommt das Video jetzt zuerst. Ja, ich würde sagen, wir fangen mal an, bevor wir das vergessen, weil die meisten gucken Videos ja nie bis zum Ende. Und vielleicht ist es ein kleiner Ansporn für euch. Ja, wir haben jetzt mittlerweile fast 13.000 Abonnenten auf Instagram und schon, boah, lass dich lügen, fast 12.000 auf YouTube. Und das in der kurzen Zeit schon erreicht und da bin ich echt mega dankbar. Und ja, und für die Leute, die es nicht wissen, ich bin ja so ein bisschen in der Kooperation mit 24MX, die mir hin und wieder mal ein Paket zukommen lassen. Ja, und ich muss sagen, ich bin auch dankbar dafür. Also Gruß geht raus an 24MX. Und ja, ich habe schon eine ganze Weile ein paar Pakete hier rumliegen, die ich schon lange nicht aufgemacht habe, beziehungsweise benutzen konnte oder was auch immer. Und ja, hier stehen ne, 2 Pakete, ein paar Sachen noch rum. Wir haben einmal eine Raven-Brille. Also für die Leute, die es erstmal interessiert. Ich werde 3 Sachen verlosen. Die Bedingungen werdet ihr nachher am Ende des Videos einmal gestellt bekommen von mir, aber damit ihr schon mal wisst, um was es geht einmal um eine Raven-Brille, ganz klassisch, für fast jeden Helm zu geeignet. Was haben wir noch? Wir haben ein Schnellladesystem für Enduro-Motorräder, sprich auch wirklich nur die Leute, die Enduro-Mopeds haben, bitte nur die für diesen Ständer, sage ich mal, stimmen, weil ihr könnt nachher am Ende sagen, was ihr gerne hättet und noch die paar Bedingungen, wenn ihr die erfüllt. Und dann könnt ihr nachher auswählen, beziehungsweise nicht ihr, sondern ich in dem Sinne, wer was bekommt. Aber damit ihr, sage ich, ein bisschen darauf hinarbeiten könnt, was ihr überhaupt bekommen könntet. Ja, wie gesagt, der Hauptständer, beziehungsweise der Schnelllader, so nennt er sich, der ist, glaube ich, von 125 Kubik oder von 100 Kubik bis 500 Kubik geeignet, glaube ich. Müsste ich mich aber nochmal irgendwie selber recherchieren. Das werdet ihr aber alles unten nachher in der Beschreibung verlinkt haben. Auf die Artikel, die ich nachher im Video fortlaufend nochmal ein bisschen zeige. Also es spricht, es ist eigentlich ein bisschen Werbung sogar. Deswegen werdet ihr oben erstmal so ein schönes Werbeemblem sehen. Weil, ne, es gibt ja so ein paar Demokraten, weiß ich ja nicht. Ja, das schon mal dazu. Dann haben wir noch, ein bisschen schwerer das Paket, eine Verladerampe vom ProWorks. Ja, die ist eigentlich ganz cool. Ich habe die mal schon ausgepackt, habe nämlich 2 bekommen. Eine für mich, eine zum Verlosen für euch extra. Und ich muss sagen, Qualität ist echt top, mega. Und ich würde sagen, das sind auf jeden Fall die 3 Sachen, die ihr gewinnen könnt. Wie gesagt, am Ende des Videos seht ihr die Bedingungen, die ihr erfüllen müsst, weil es soll ja ein bisschen auch für euch noch ein kleiner Ansporn bleiben und auch wirklich für die Leute sein, die mich auch jahrelang, Tage, was auch immer verfolgen. Und ja, ich würde sagen, das finde ich ganz okay. Ja? So, jetzt haben wir noch 1 Paket über. Ganz viel Pakete auspacken hier, ne? Wie als ich letztens aus dem Urlaub kam. Da hatte ich so einen ganzen Berg. Der liegt hier noch, aber sehr egal. So, wir packen mal aus. Was haben wir denn Tolles? Also irgendwie brauche ich eine Werkstatt oder eine Halle. Ist definitiv immer zu laut hier. Und ich brauche mehr Platz, definitiv. Viel mehr Platz. Meine Garage sieht aus. Oh, das will sich echt keiner vorstellen. So, wir haben auf jeden Fall ein Paket bekommen. Ich kam bisher echt noch nicht dazu, das zu nutzen. Das ist voll laut. Und okay. Egal. So, wir haben auf jeden Fall noch ein kleines Paket bekommen. Die Sachen sind nicht zum Verlosen. Die werde ich auf jeden Fall nutzen, weil ich mir die Sachen sozusagen auch ausgesucht habe, kann man sagen. Ich hatte mit 24MX geschrieben, da hatte ich so ein paar Sachen benötige für meine Garage und da haben sie freundlicherweise mir was zur Verfügung gestellt und hört auch irgendwann mal auf zu bellen.
So Leute, hier ist auf jeden Fall das Paket, gab ein bisschen Stress hier, ne? Hundis, das und alles ein bisschen laut. Und ja, wir haben auf jeden Fall hier ein Paket von 24MX bekommen. Wie gesagt, ich muss alles hier mit einem Werbezeichen oben versehen, weil es in dem Sinne Werbung ist. Ja, also wir haben einmal hier ganz normale Spanngurte, diese Schnelllade-Spanngurte, wo man schön dran zieht, weil viele Leute kommen mit normalen Spanngurten nicht zurecht. Ne? Wenn der liebe Sören alias Blackout das Video sieht, fühle ich nicht angesprochen, aber du bist angesprochen. So, das haben wir dazu. Dann haben wir auf jeden Fall nochmal einen kleinen Knarrenkasten. Ich muss sagen, ich habe zwar einen Knarrenkasten, muss aber auch sagen, dass wenn ich mal am Arbeiten bin, immer hier, mal da, auch immer zeitgleich schrauben will und dann fehlt mir immer mein Werkzeug. So, deswegen hat mir 24MX auch nochmal einen kleinen Knarrenkasten zur Verfügung gestellt. Ist jetzt nicht wer weiß wie hochwertig. Liegt aber jetzt auch im Preisrahmen. Also wenn ihr Interesse habt an einem kleinen Werkzeugkasten, wo relativ alles drin ist, was ihr braucht, ich glaube, der kostet 60 Euro oder so. Das ist wirklich nichts. Also nichts in dem Sinne. Aber ihr habt ja wenigstens Nüsse drin und das reicht für den Anfang auf jeden Fall vollkommen aus. Und wie gesagt, ich glaube, ich werde auch heute mit dem mal schrauben, um zu gucken, ob er wirklich alles bei ist, was ich so eigentlich brauche. Ja, ich denke, das ist eine gute Idee. Ja. Das haben wir auf jeden Fall auch schon mal. Dann haben wir noch ein bisschen so was am Material. Wir haben ja immer ganz normale Splinte, die man immer gebraucht für Fußrassendemontage oder zum Beispiel von Bremsbelägen oder so. Das ist manchmal mit ein bisschen Splinten versehen, die man dann immer wieder neu machen muss am besten. Und die sind mir so langsam ausgegangen, weil ne, jeder benutzt immer von mir meine Sachen und ich bin immer so gutmütig, gibt es immer. Deswegen habe ich jetzt selber keine mehr gehabt für mich. Ja. Deswegen brauchen wir die neu. Oh, dann haben wir noch ganz normale Sprengringe, die ich jetzt nicht, wer weiß wie oft, brauche. Aber es kam schon mal das eine oder andere Mal vor, dass mir so ein scheiß Sprengring flöten gegangen ist. Und dann bist du irgendwo überall in jeder Ecke am Suchen. Ich so, wo ist jetzt dieser scheiß Sprengring? Naja, egal. Die zwei Sachen haben wir auf jeden Fall auch noch mit dem Paket gehabt. Und dann nochmal ganz normal Retourenschein, den ich eh nicht brauche, ein paar Sticker. Also wenn ihr Sticker braucht, ne, schreibt mich an. Ich kann euch die gerne per Post zuschicken. Also wenn ihr Interesse daran habt, schreibt mir. Ja. So Leute, wir demontieren jetzt erstmal auf jeden Fall den Tank und ich weiß selber noch gar nicht, was ich alles demontieren muss, weil ich bisher das allererste Mal an einer MT-07 rumschraube. Auf jeden Fall auch mal ganz nett, ne? Weil sonst immer so ein bisschen Enduro, Supermoto, ein bisschen Roller, ein paar andere Mopeds, aber so MT generell ja mal habe ich glaube ich noch nie. Doch, ist eine ZFR oder wie die sich nennen, genau, 125er. Ja, aber wie gesagt, ich versuche jetzt erstmal den Tank zu demontieren, ohne großen Aufwand. Und ich würde sagen, wenn das alles runter ist, dann sehen wir uns gleich wieder. Bitch, I got problems on problems on problems on problems on problems on problems. I'm sober, my run through the money, depression be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. The birdie is back, tell me I'm garbage. I'm going through something, that's why I ain't calling. Phone in progression, it's all that I wanted. The foe in affection, I summon and dub it. Cause bitch, I got problems on problems on problems on problems on problems on problems. I solve them, I run through the money, depression be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. The birdie is back, tell me I'm garbage. I'm going through something, that's why I ain't calling. Phone in progression, it's all that I wanted. The foe in affection, I summon and dub it. Why you be all in my line about nothing? Why won't you go get you a dollar or something? Don't hang with a nigga who lying for nothing. I see that we different, you riding, I double my. Don't do discussions on bragging about hundreds. Don't go to your places, I know that they sunken. Don't call me your brother, I barely can trust you. I talk to a shorty, she bagging a bucket. And I'ma need all of my dollars on corporate, so hand me the money, I divvy the pie. I'ma give all of my people a portion to build them a fortune. I'm flipping the ride. I can't be mixy when iffy the vibe. And 40 on 50 is really the time. Why are you all on my phone like you want me? Like you wasn't pushing the kid to the side. I don't know if you bitches are thinking I'm blind. Cross on my crosses and dot on my eyes. Done with your efforts, I'm dealing with pressures. I know it's a lesson, that's word of the wise. Dubbing the mixes, I'm mixing. I know I've been missing. I needed some personal time. Fuck all the pictures, dimensions. I done with your digits, I mean it, I'm staying inside. Cause bitch, I got problems on problems on problems on problems on problems on problems. I solve them, I run through the money, the pressure be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. The birdie is back, tell me I'm garbage. I'm going through something, that's why I ain't calling. Phone in progression, it's all that I wanted. The foe in affection, I summon and dub it. Cause bitch, I got problems on problems on problems on problems on problems on problems. I solve them, I run through the money, the pressure be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. The birdie is back, tell me I'm garbage. I'm going through something, that's why I ain't calling. Phone in progression, it's all that I wanted. The foe in affection, I summon. So Leute, der Tank ist jetzt auf jeden Fall runter. Mit der Seitenverkleidung hatte ich ein paar Probleme, weil ich mir so unsicher war, einfach zu ziehen. Aber ihr könnt ganz mal ziehen, das Ganze mal mit so ein paar Gumminöppeln
sag ich mal, nochmal da drin. Und also da auf jeden Fall keine Scheu. Übrigens der Joel im Hintergrund zu sehen schon. Joel! Naja, gut, wir haben den Tank auf jeden Fall jetzt runter. Ihr habt ganz mal an der Tankpumpe noch ein Kabel dran. Für die Pumpe selber halt, ne? Und dann einmal hier, ja, so eine Schnellkupplung kann man sagen. Ihr müsst ihn vor hochdrücken, damit ihr diese beiden Knöpfe, ja, Knöpfe kann man jetzt auch nicht sagen, diese Riegelungen, so Plastikentriegelungen, reindrücken könnt und dann ein bisschen nach vorne und dann direkt nach hinten ziehen. Also ist, sage ich mal, meine Erfahrung. Immer reindrücken, ein Stück nach vorne, weiter reindrücken und dann nach hinten rausziehen. Dann geht er immer am besten raus. Ruhig ein bisschen dabei wackeln, dann klappt das Ganze auch schon wiederum besser. Ja, ich muss sagen, ich war ein bisschen erfreuter darüber, wenn hier kein Rahmen gewesen wäre. Hier ist aber leider ein Rahmen. Das ist der Nachteil an so Motorrädern. Also an der Husky hätte ich jetzt, glaube ich, schon längst den Ventildeckel runter von der Zeit her. Und hier bin ich, glaube ich, schon immer noch am Demontieren, am Abschrauben. Und ja, ich freue mich ehrlich gesagt nicht so. Aber was suche ich mir nicht alles mal aus. So, ich werde jetzt auf jeden Fall, denke ich mal, irgendwo hier die Kabellage irgendwo freimachen. Und dann erstmal den Ventildeckel demontieren. Ich hoffe, das geht besser, als was ich mir jetzt vorstelle. Ich sehe schon, den werde ich wahrscheinlich nach links oder nach, nee, nach rechts rauskriegen, weil links haben wir Wasserpumpe. Die wird uns stören, das heißt, Deckel muss auf jeden Fall nach rechts raus. Ich würde sagen, wie gesagt, ich demontiere den Deckel und dann sehen wir uns gleich wieder. Jetzt ist doch ein bisschen mehr Arbeit als gedacht mit der ganzen Kabelei hier. Ich glaube, ich hole euch einmal ein bisschen rüber, dann seht ihr mal das Geschehen von der Seite. So, Kabel sind jetzt auf jeden Fall soweit alle freigelegt. Wir hatten hier das schöne Teil noch sitzen. Ich glaube, der hang so. Nee. So rum hang er hier drin. Den habe ich jetzt soweit freigelegt, damit ich hier ein bisschen mehr Luft habe. Das hat mich irgendwie alles ein bisschen gestört. Deswegen haben wir das freigelegt. Ich bin jetzt auch nicht der Mensch, der sagt, puh, also eine halbe Stunde hätte ich eher hinbekommen, wenn ich das und das weggelassen hätte. Aber ich demontiere lieber ein bisschen mehr und mache es dann, sag ich mal, einfacher und besser zum Drankommen, als irgendwie zu sagen, boah, nee, quetschen, drücken, schieben, was auch immer. Und ja, deswegen habe ich mir das auf jeden Fall abgebaut. Ob das jetzt musste, sei jetzt mal dahingestellt, aber ich habe es auf jeden Fall gemacht, so komme ich auf jeden Fall besser hier dran. Kann auch direkt hier die Zündspuleneinheit rausholen. So, hier haben wir zum Beispiel eine Zündspule. Von der anderen Seite mal gucken, ob ich da so einfach dran komme. Das ist ja echt ziemlich verbaut, muss man sagen. Ne? Also, naja. Ich freue mich schon wieder an der Husky zu schrauben. So, jetzt mache ich gerade den Stecker von der anderen Zündspule ab. So, da ist der Stecker jetzt auch ab. So, Zündspule. Kriegt ihr ganz mal raus, die Zündspule einfach so ein bisschen hin und her bewegen und dann gleichzeitig nach oben ziehen. Die ist einfach nur ganz mal auf der Zündkerze drauf gesteckt. So, boah, das wird aber auch so ein Problem. Warum baut man denn einen Rahmen darüber? Boah, da kriege ich jetzt schon wieder einen Anfall. Und vor allem hier so ein Kabelbaum noch direkt darüber. Boah. Ich krieg einen Rappel. Warum? Warum nur? So, den Schlauch runter. So, was haben wir hier noch für eine tolle Dose? Wie ist das? Tankentlüftung? Was soll das sein? Hm, naja. Irgendwas wird das schon sein. Ich werde sagen, uns wird das Video ein bisschen zu lang. Ich werde jetzt auf jeden Fall erstmal alles so weit freilegen, dass ich den Ventildeckel demontieren kann. Ja, ist doch ein bisschen schwieriger als gedacht. So Leute, Ventildeckel ist jetzt raus. Boah, war auf jeden Fall ein Kampf. Ich habe jetzt schon so eine Fluppe. Also
demnächst auf jeden Fall wieder erstmal eine Husky schrauben. Und ja, also was ich gemacht habe, ich habe auf jeden Fall den ABS-Block erstmal demontiert, dass der ein bisschen locker ist, weil der Ventildeckel muss zu der rechten Seite raus. Zu der linken geht es wie gesagt nicht wegen der Wasserpumpe. Also ich denke mal zu 99%, dass er da nicht rausgeht. Vor allem, weil er hier vom Ventildeckel hier auch nochmal ein Stückchen höher ist, weil hier die Nockenwellen langlaufen. Einlass, Auslass. Und deswegen muss der eigentlich nach rechts raus. Ja, ich habe auf jeden Fall den kompletten Kabelbaum von rechts nach links rausgezogen, wie ihr sehen könnt. Was habe ich noch gemacht? Dann ein paar Ventile demontiert, ein paar Schläuche losgemacht. Sprich so, dass hier wirklich Luft ist, dass ich hier echt alles einfach so locker rausnehmen kann. Genau, das haben wir jetzt auf jeden Fall gemacht. Ich werde jetzt erstmal den Motor auf OT stellen. Ich muss mir erstmal gucken, wo der die OT-Markierung an hat. Aber ich sehe schon hier auf der Einlassnockenwelle, sehe ich da so eine kleine Markierung. Mal gucken, wo die Gegenmarkierung ist. Und wenn ich das soweit habe, dann schalte ich euch wieder ein. Dann würde ich sagen, bis gleich. So Leute, neuer Tag, neues Glück, würde ich sagen. Ihr habt es wahrscheinlich alle schon gemerkt. Mittlerweile ist es wieder taghell. Es ist jetzt auch wieder ein weiterer Tag vergangen. Aus meinem Grund, ich habe gestern noch von einem Kumpel eine MT-07 vorbeigebracht bekommen. Und dann habe ich mich ein bisschen verquatscht hier und da. Und dann war es so wieder dunkel. Und dann habe ich gesagt, gut, das für heute auf. Ja, heute ist auf jeden Fall wieder ein schöner, sonniger, neuer Tag. Und wir waren, glaube ich, stehen geblieben beim Ventilspiel überprüfen. Generell erstmal den Motor auf Zünd-OT drehen. Da ich kein Werkstatthandbuch habe, ist es eh erstmal so eine Sache für mich, erstmal zu gucken, okay, wie stelle ich den ein. Ich habe jetzt gerade mal schon mal nachgeguckt, was für mich plausibel klingt. Ich habe einmal auf der Kurbelwellenseite, also für die Kurbelwelle, auf der Lichtmaschinenseite, habe ich einmal, da haben wir hier so eine Schraube. Die habe ich rausgedreht, man sieht hier eine Markierung, einen Schlitz. Die muss mit übereinstimmen von der Nockenwelle, die zeige ich euch jetzt einmal. Das ist dann hier diese Markierung. Wir haben einmal ein I und einmal ein E. Wofür beide jetzt sind, kann ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht so genau sagen. Wichtig ist halt wirklich, dass das I mit dem Strich halt übereinstimmt. Sprich die Markierung mit der Markierung, dass die übereinstimmen. Und ja, in dem Fall habe ich jetzt gerade schon gesehen, haben wir Zylinder 2, sprich der hintere, ist soweit frei. Sprich, Nockenwelle steht auf dem Grundkreis und dann können wir auch dementsprechend da einmal gucken, wie das Ventilspiel ist. Ja, wir haben wie gesagt, dafür habe ich die Seite von Luis auf, einmal 0,11 bis 0,20 im Einlass und 0,24 bis 0,30 im Auslasstakt, was wir maximal haben dürfen. So, ich würde sagen, ich messe das jetzt einmal nach und dann drehe ich den Motor schon mal für den nächsten Zylinder weiter, weil dafür müssen wir einmal die Kurbelwelle nochmal drehen. So Leute, Ventilspiel ist jetzt soweit überprüft, auch für den ersten, zweiten, wie man ihn jetzt nennen soll, Zylinder. Auf jeden Fall beide Zylinder sind überprüft vom Ventilspiel aus und beide sind auf jeden Fall in der Norm. Das heißt, ich muss schon mal nichts einstellen. Puh, schon mal gut, weil sonst hätte ich die ganze Scheiße runterbauen müssen. Das wäre jetzt nicht so toll. Ja, ich hatte auf jeden Fall einen kleinen Denkfehler. Wie gesagt, ich habe kein Werkstattbuch und muss halt echt erstmal überlegen, okay, welche Markierung muss wo sein, welche Markierung muss mit welcher fluchten und so. Ich habe jetzt soweit rausgefunden, wie gesagt, wie vorhin, das I muss halt wirklich mit der Linie fluchten und das E muss nachher genau wie das I einfach auch waagerecht in Fahrtrichtung zeigen und dann könnt ihr den anderen überprüfen. So hat es auf jeden Fall bei mir gepasst. Wenn ihr euch unsicher seid mit den Markierungen oder so, sprich wie jetzt bei mir, hätte ich das jetzt nicht so rausgefunden, dann hätte ich gesagt, gut, dann nehme ich mal ein bisschen mehr Zeit, ist zwar ein bisschen scheiße, aber mir extra deswegen Werkstattbuch zu kaufen, nee, sehe ich jetzt nicht ein. Und ja, dann müsst ihr halt wirklich darauf achten, dass bei der Nockenwelle, warte mal, ich glaube, ich habe eine Nockenwelle hier, dann zeige ich euch das mal eben praxismäßig an der Nockenwelle. So, sagen wir mal so, hier ist jetzt Zylinderkopf und hier ist jetzt, was weiß ich, oben der Motorraum. Sprich, hier drückt er nachher die Ventile auf, die Nockenwelle dreht sich so rum und ihr seht jetzt, sage ich mal, bei der Nocke. Wir sehen jetzt gerade, die Nocke wandert gerade schön nach unten. In dem Fall können wir jetzt nicht einstellen, weil die Nocke jetzt gerade das Ventil betätigt. Wir müssen jetzt genau 180 Grad weiter drehen, sprich, wir haben den Grundkreis dann nachher auf dem Ventil selber. Dann können wir hier zwischen prüfen, okay, Ventilspiel okay oder nicht. Und das ist so eine kleine Eselsbrücke, die man sich bauen kann, wo auf jeden Fall immer gewährleistet ist,
dass die Nocke jetzt kein Ventil aufdrückt. Ja, das ist auf jeden Fall so eine kleine Eselsbrücke, die ich mir immer baue, wenn ich jetzt keine Markierung habe. Also haben wird man sie auf jeden Fall. Aber wenn ich mir jetzt unsicher bin, mit welcher Markierung muss ich fluchten oder so, weil ich halt einfach kein Handbuch dafür habe. Und ja, dann baue ich mir halt immer so eine kleine Eselsbrücke. Und die könnt ihr eigentlich auch anwenden, wenn ihr halt auch nicht die Mittel habt, wie ein Werkstatthandbuch oder so, so wie ich jetzt für die Yamaha. Das funktioniert auf jeden Fall immer. Egal was, es funktioniert immer. Deswegen, das ist auf jeden Fall schon mal ganz gut. Ich werde jetzt auf jeden Fall noch die Zündkerzen tauschen, werde eventuell noch einen Kompressionstest durchführen. Stimmt, den können wir auch zusammen machen. Ja, würde sagen, das machen wir auch nochmal. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Zu früh gefreut, toll, weil, hab vergessen, dass die ganze Kabellage ab ist. Das heißt, ich kann den Motor nicht starten. Und das ist zwingend notwendig, wenn wir halt wirklich die Kompression testen wollen. Ich habe jetzt zwar meinen Kompressionsdruckprüfer habe ich jetzt zwar hier, wollte gerade schön Zündung anmachen. Ich denke mir so, oh scheiße, geht ja gar nicht. Steuergerät nicht angeklemmt, Spannungswandler, alles etc. nicht angeklemmt. Ja, und dafür jetzt den ganzen Hackmack zu machen, nur um zu einfach zu demonstrieren, was für eine Kompression so ein Motor eigentlich hat, ist jetzt nicht irgendwie, sage ich mal, wirklich zielführend, meiner Meinung nach, ja. Deswegen müssen wir da leider drauf verzichten. Neue Zündkerzen kommen trotzdem rein. Und ja, die montieren wir. Ich würde sagen, ich montiere jetzt den ganzen Ventildeckel noch drauf und schließe Kabellage an. Und ja, ich würde sagen, sehen wir uns am Ende des Videos. So Leute, Tank ist jetzt soweit drauf, Ventildeckel ist montiert, Kabelsalat ist soweit angeschlossen, ging doch ganz gut. Und ja, soweit Probe gelaufen ist sie. Es gab ein kleines Problem. Ich hatte die Motorkontrollleuchte an und dann hatte ich mal ein bisschen hin und her geguckt und dann ist mir aufgefallen, ich hatte einen Unterdruckschlauch vergessen, sodass der Falschluft gezogen hat und deswegen hatte der dann Fehler produziert. Für die Leute, die das bei der MT-07 auch mal machen wollen würden, achtet darauf, dass der Unterdruckschlauch auf den Ansaug-Lufttemperatursensor nachher drauf kommt, weil den hatte ich nämlich vergessen drauf zu machen. Ich zeige euch das mal eben, damit ihr mal das einmal von der Aufnahme sehen könnt. So Leute, es handelt sich um diesen Schlauch da hinten. Den ja. Der geht hier oben auf den Sensor drauf und den hatte ich vergessen drauf zu machen. Genau, und deswegen hat er halt ein bisschen Falschluft gezogen und lief dann halt ein bisschen unrund. Aber wir können mal einen kleinen Soundcheck machen. Ist jetzt alles nur provisorisch drauf. Vorgang ist raus. So, läuft. Motorkontrollleuchte ist aus. Und ja. Geiler Sound. Ja, ich würde sagen, das Video ist schon lang genug. Deswegen werde ich zwei Teile draus machen. Ja. So Leute, ich hatte ja gesagt, am Ende des Videos gibt es natürlich noch ein Gewinnspiel. Die Bedingungen dazu sind natürlich, na klar, gibt es natürlich ein paar Bedingungen. Ihr geht alle auf meinem letzten Instagram-Post, kommentiert mit Hashtag Gewinnspiel und mit dem Artikel, den ihr gerne gewinnen wollt. Es gibt ja drei Möglichkeiten, aber die Brille, die Rampe und diesen Schnelllader. Ich bitte auch nur die Leute, die diesen Schnelllader gebrauchen können, nur diese Leute sollen auch wirklich sagen, dass sie ihn haben, wollen, brauchen, tun, was auch immer. Weil sonst wäre das echt ein bisschen sinnlos. Genau, das machen wir auf jeden Fall so. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen da. Ein Abo auf jeden Fall, würde mich auch mega freuen. Und sonst sehen wir uns im nächsten Video. Haut rein!